geht, die Vorrüstung ist gar nicht mal so teuer. Ja, wobei die Chest ist teuer. Was halt 1300 Pelz. Aber das müssen wir einfach mal ein bisschen farmen und dann passt das. Oder ich kaufe einfach schnell. Easy. Perfekt. Alter, ich habe die auf 800 Dura hochgekriegt. Holy shit. Kannst du eine rausnehmen schon mal? Ich mache noch Handschuhe. Servus Leute und ich heiße euch herzlich zurück zu einer weiteren Folge ARK. Kurzes Recap zur letzten Folge, weil die letzte Folge ist ein bisschen her. In der letzten Folge bin ich ziemlich verpennt in den Shit reingestartet, wenn ihr euch nochmal gut dran erinnert. Wir waren in Redwood unterwegs, hatten einige PvP-Actions gehabt. Der Hauptfokus der Folge lag eigentlich darin, ein 41er PP zu tamen, was ich immer noch nicht glauben kann, dass der existiert, und ich habe den Screenshot von Javasi immer noch nicht bekommen. Wobei, doch, ich habe ihn gefunden. Hier spendet euch mal ein, damit ihr es schwarz auf weiß habt und damit auch Javasi seinen Seelenfrieden hat. Gut, in der heutigen Folge starten wir weiter in der Cave. Wir sind gerade aus der Ice Cave zurück, haben unseren Loot zurückgebracht und an der Stelle geht's jetzt weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Checkt gerne den neuen Upload-Plan ab. Montag, Mittwoch, Freitag sind die neuen Tage, immer um 11 Uhr. Ihr wisst, ein Mann, ein Wort. Aha. Und wie ihr sagt jetzt wieder, du hast auch den Daily Content nicht eingehalten. Ich habe fast 2 Wochen Daily Content gebracht, mit einem Tag Pause. Okay? Na, wir müssen uns langsam reinsteigen. Aber das sind jetzt hier nur die Upload-Zeiten. Ich versuche das Ganze natürlich so gut es geht einzuhalten. Und es würde mich natürlich genauso freuen, wenn ihr zu den Uhrzeiten einschaltet. Denn schließlich ist dafür ein Upload-Plan da, ne? Gut, jetzt aber viel Spaß bei der Folge. Lasst euch überraschen und let's go. Boah, schön kuschelig hier. Geil. Boah, sieht aus wie ein Wook hier einfach. Ich habe noch die Deathworm-Hörner, gell? 2 Stück hier, habe ich dir mal gedroppt. Kannst die ja gut verwerten. Für Mantis. Hey, aus einem fortschrittlichen BP werden einfach Journeyman. Fuck. Echt? Wegen dem Crafting-Skill. Toll. Das ist okay. Das ist interessant. Interessant. Ich crafte nochmal gerade überall ein bisschen Schall. Hier Gunpowder. Für Munition. Braucht man für Brutmutter wirklich einen verbesserten Pump? Ja, ne? Was? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, Herr Experte. Sonst kommst du nicht weit, Kollege. Dafür wird erstmal taktisch eine Presse. Bam. Ja. Gerne. Pete, beruhig dich. Beruhig dich, Pete. Beruhig dich. Beruhig dich. Der geht richtig ab hier. So, und dass der ohne irgendeine Color rumrennt, ist auch schon mal illegal. Oh ja, er hat wieder die. Oh, er hat die geile Color. Wie mein Pete. Das ist wild. Kannst du kurz nach vorne rausgerannt und den Anki rausschmeißen? Wo ist der Anki? Heck! Sehr schön. Oh mein Gott. Was denn? Dann geht Cryosick das in Archie. Warum? Du Trottel, Alter. Ich hab vergessen, dass ich das Reno und. Oh Mann, Javasi. Ja, der pennt jetzt erstmal eine Runde, würde ich sagen. Ah. Der ist ja noch ein bisschen lange. Ja, mal Stimulanzien reinpacken, warte. Mal gucken, was wir was machen können. Ja, können wir. Okay, wir können nochmal 4k Muni herstellen ungefähr. Habe ich die? Ja, ich habe die. Ich bringe dir mal ein paar Stimulanzien. Oh, warte, ich muss noch kurz Flinte holen. Ah, du hast jetzt hier auch so einen kleinen Mini-Tower nochmal da geplaced. Habe ich gesehen, okay. Geil. Oh. Ja, bei dem Aufgang nochmal. Oh, ja. Nice. Oh, ich komme. Bringen sie dir. Ah, so ein Pump-BP wäre geil, oder so Compound-Bow-Blueprint. Ja, arbeiten wir morgen an. Morgen arbeiten wir an der Stego-Line, Mantis-Line. Morgen arbeiten wir an der überhaupt erstmal Überleben-Line. Aber ja, das... Wenn wir morgen ja höchstwahrscheinlich die meiste Zeit online sind, sollten wir, wenn dann ja online, wenn wir geraid werden, heißt... Aber wenn wir über Nacht Mantis haben, gewippt werden, haben wir ein Problem. Wenn wir über Nacht geraid werden, dann ist es drin. Nein, der hat mein Medical Brew geklaut. Ich hasse sie so sehr. Meine Güte, diese Pego Mustax Dinger. Wer die auch erstellt, da muss ja einer wirklich die Idee gedacht haben, ja, oder lass mal in Ark einfach so ein Ding machen, so ein Dino, der dir Sachen klaut. Komm mal erstmal auf diese Idee. Total bescheuert. Nee, Dino, lass mich jetzt transferen. Tschüss. Ja, Crystal ist full, da wird Action sein. Keine Ahnung, da bauen halt provisorisch mit Foundations und ein bisschen Walls ein und wenn er halt dann von einem Spieler gekillt wird, dann ist es halt so. Ähnlich. Bin mal gespannt, ob jetzt hier überhaupt... Oh, hier ist eine Crystal Wyvern. 134 getamed. Leider drauf? Ich hab mich bescheuert. Hä? Wieso ist die einfach von alleine geflogen gerade und da ist gar keiner drauf? Was ist das denn? Das war ja ganz strange. Hilfe. Nee, schnell weg hier. Ich glaube, auf Crystal
könnte es ein bisschen Action geben, was PvP angeht jetzt. Also wenn du kommst, schon weiß ich, können wir ein paar Leute abfacken. Und ein paar Weapon tame. Der Crystal. Alter, 10 Crystals habe ich gegeben. Er hat die gegeben. Die waren 25 nur, die Wyvern. Was? 10 gute Crystals? Ja! Also, hier ist eine 90er Wyvern. Soll ich die tame schon oder noch nicht? Die hat halt 100. Irgendwie schlecht, ne? Ja, die hat halt 100 pro Crap Things. Aber ich werde sie auf jeden Fall auslocken, weil, ja, mehr Crystals. Ist sie weiblich? Ist egal bei denen. Nein. Müsste egal sein. Männliche geben noch keine Crystals, oder? Probier's jetzt mal, ich knock die jetzt aus. Also nicht, dass ich wüsste. Dachte ich auch, aber vielleicht funktioniert's ja doch. Wir gucken mal. Das ist bei, also ich weiß, dass es bei Milch so ist, bei den normalen Wyverns, aber... Keine Ahnung, ich try mal. Bin ich ziemlich sicher, dass das auch so bei den... Ich probier's einfach mal. Ich weiß gar nicht, was die eben war. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Knockout? Nö, Take Crystal. Geht, auch bei einer männlichen. 35! What? Ist das so hoch, Alter? Und mit den ganzen erbeuteten Crystals sind Jovasi und ich dann losgegangen, haben Crystal Wyvern getamed. Jedoch blieb das Ganze nicht ganz unbemerkt und wir sind auf Gegner gestoßen. Aber sich selbst. Hier kommt ein roter Drop runter, den müssen wir holen. Wer willst du? Nein. Wie nein? Ja, soll zum Drop laufen. So, ja. Halte mir noch Zeit. Ja, das ist wir mit denen. Wie nein? Ja, wie nein? Du Hund. Der hat sogar einen Ring, den müssen wir kriegen, Jovasi. Da ist was Geiles drin, ich spür's. Es kribbelt schon, beeil dich jetzt. Man bekommt den Rare Flowers? Ja! Alter, das ist ja heftig. Kann man ja richtig die Dings haben. Auf Crystal Ice, diese blauen Blumen überall geben Rare Flowers. Übelst die Rare Flowers. Komm mal schnell jetzt, der rote Drop kommt. Beeil dich mal. Komm jetzt. Er ist jetzt ungefähr gleich bei 3/4 unten. Mach hin. Hey, Jovasi, er ist gleich da. Los. Erstmal noch hinfliegen. Ich flieg da jetzt schnell hin. Ich bin da. Okay, komm, schnell, werf raus, Piet. Ja, wenn, ja. Wenn der jetzt gelootet wird, dann krabbelt's in der Hose. Es geht nicht. Wer braucht die Kiste, Mann? Kann ich den Wichser nicht reinnehmen? Ich fick these all valid items. Danke. So, jetzt komm. Nee. Ach nein. Ich glaube, wir kommen zu spät. Ich glaube auch. Nein! Nee, der wird gelootet jetzt. Dann krabbelt's. Den müssen wir, wenn der gelootet wird, dann müssen wir den Spieler verfolgen. Ist aufs letzte Stück seines Lebens. Ja, ist Speed. Bubble nicht. Ja? Da ist Speed. Wo denn? Ah ja, doch, ich seh's. Okay, warte. Picken. Hab ihn gepickt? Er hat Whip, Achtung. Was, das kannst du deinen Speed killen? Hab ihn gespinnt? Stark. Tot. Der Spieler ist, wo ist er? Da, hier, läuft er. Hab ihn versucht zu picken, hat nicht geklappt. Er whippt mich. Oh, warte, er whippt. Er hat einen Try in der Hand. Nochmal Hit. Wo ist er? Sehe nicht. Hier hinten, komm mit. Ja, ich. Alter, wie weit hast du ihn weggebracht? Achso, nee. Verfolg ihn, ich muss mal Piet holen. Piet, wo bist du? Oh, warum ist er nicht auf Follow, Mann? Komm mal. Ich hab ihn. Sag. Er hat gegrabt. Warte, ich hab Flippers. Wo ist er? Da, ich seh ihn. Hier ist er. Er hat halt ein Schwert. Das ist halt... Zieht er mal nach unten. Ja, stark. Guck mal, er ist gefaked. Nee, er ist hier. Er hat sich frei gemacht. Er wird sterben. Er ist hier. Ziehen wir ihn noch wieder. Zieh nach unten. Hab ihn. Zieh ihn nach unten. Noch einfach. Ja, mach ich so. Hab ihn. Nochmal runter. Er trinkt! Die Drecksau, Alter! Warte! Ich zieh nochmal. Komm schon! Ah! Ey. Kann gar nicht. Er ist schon ganz. Der kann unter Wasser bleiben. Warte, kann ich ihn netten? Hab ihn genettet, aber es bringt nichts. Er verliert einfach immer noch kein AP. Nein, er darf nicht hochkommen. Jetzt verliert er, warte, 222? Oder? Guck mal! Warte, wo ist der? Wo ist der? Ich seh nicht mehr. Da. Der ist hier unten. Ja, aber der stirbt nicht. Warum stirbt der nicht? Der wird gleich sterben. Niemals. Er hat Safe Oxygen geskillt. 10 Punkte oder so. Guck mal, der Arme.
Ah, Junge. Irgendwann ist es soweit. Er hat keine Stamina mehr. Ja, er kriegt Torpor. Warte, wo ist er? Er hat keine Stamina mehr. Ja, warte. Jetzt ist er tot. Ich muss kurz Stamina holen. Hier ist er. Junge, ist so gut. Warte, lass ihn von beiden Seiten hinten. Du von vorne. Warte, ich muss gerade Stamina holen. Er ist zu lahm, er kriegt mich halt nicht. Ich glaube. Aber er verliert kein HP, ich weiß nicht, was er macht. Warum der so viel... Wie viel Oxygen hat er gekriegt? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt, er stirbt. Was ist er? Ja, hier unten bei mir. Bye, bye. Er hat alles gedroppt. Ist er dabei gehabt? Hä, wo ist dein krasses Stuff? Ja, was war denn in dem Drop drin, Mann? Ich dachte, da war ein krasses Zeug. Oder auch ein Pizzasattel. Ah, Mann, ich dachte, da war der übelste Stuff drin. So eine Scheiße. Er hat aber gute Flak. Echt? Oder ist das aber das verbesserte Kit? Ich glaube, das ist das verbesserte Kit, keine Ahnung. Egal, ich habe auf jeden Fall mal das Wichtige mitgenommen. Warte. Oh, wie geil. Weil der hat ja richtig Oxygen gehabt. Okay, hab ein bisschen genommen. Ja, wenn du ein bisschen Relevance findest, kannst du es jetzt tamen. Geh auch mal gucken jetzt. Wenn du was siehst oder du Gegner siehst, dann lass es nochmal rufen. Da ist noch ein roter Drop. Warte, wo? Nee, da meint es nicht rot. Weißer Drop. Weißer. Ja, ein bisschen farmlit halt. Passiert. Kannst auch, kommt wieder ein krasser Trick, Gamma 0 machen. Dann ist alles schwarz und ja, du siehst exakt die Farbe. Ja, okay, warum machst du es dann nicht und sagst falsche Farbe? Kannst du einfach Gamma Shift mit Shift Gamma Dollarzeichen machen. Und dann ist auch weg. Oh, hier ist Crystal River, bitte sei High Level. 145 Mail, let's go. Schnell. Bitte ist die noch nicht geklärt. Die sieht so geil aus, die müssen wir nehmen. Toll, wir gehen zur gleich. 32 Stab ist gut, sehr gut. Ja. Ist einfach, weil die so eine krasse Farbe hat. Schützt dich. Alles fertig. Perfekt. Geil. Einer, Alter, das ist heftig. Das ist ein Witz. 6,3 HP, 43 Stam hat sie. Okay. Ein einziger Chris. What the fuck? Bam. Ja, das ist krass, ne? Und vor allem, die eine hat einfach so viele Crystals gegeben. Sehr viel, ja, heftig. Lass mal zum goldenen Drop in der Wüste, bitte. Und dahin in die Richtung. Ich glaube, ich käme einfach jetzt so einen kleinen Scheiß. Weil ich einfach, weil ich schneller bin. Echt schneller? Ja, stimmt, mit Wyvern bist du schneller. Ja, okay, warte, dann fliege ich auch mit der Wyvern rum, Alter. Ja, mach, natürlich. Was fliege ich denn hier mit dem Petri rum? Ha! Imagine. Raus mit dir. Aber Pete ist trotzdem geil. Die Farbe muss ich später noch anpassen bei dem hier. Der muss noch richtig geil werden. Weil der schon geil aussieht. Schon sehr geil aus mit dem Türkis. Boah. Ich flieg schnell mal zu dem Drop, ja. Pipikudon, wirst du angegriffen? Ich habe einen angegriffen. Okay. Ich dachte kurz. Gelber Drop mit Ring. Bitte, Flakchest PP jetzt oder so. Bitte, danke. Verbesserter Crossbow und verbesserter Mammutsattel, Alter. Mann. War nur so kacke in den Drops. Hier ist die Crystal River, Level 60. Leider nur. Sieht aber auch nett aus. Ist da jemand drauf? Scheint so, weil die nur gerade ausfliegt. Okay. Man on bait. Crystal River, Level 20 leider nur. Noch eine, Level 95. Noch eine, Level 60. Schade. Jetzt habe ich ihn gepickt. Finally. Er hat einen Parachute. Hab ihn. Hier ist ein Bearing Player bei mir, beim Drop. Ich bin ziemlich weit weg. Ah, da ist der Bearing Player gelandet. Nee, Mann. Nein, ich... Doch. Netgun. Hab ihn genettet. Das ist ein Tame. Er pumpt. Er pumpt meine Wyvern weg. Die Drecksau. Nein. Entnetten. Ich komme. Aber soll noch. Ja, er pumpt sie weg. Er hat eine gute Pump. Und Wyvern ist, glaube ich, dead. Ich versuche wegzukommen. 500 Leben, 100 Leben. 97 HP. Okay, ist weggekommen. Ich bin weggekommen. Wir sollen noch mehr wieder. Fuck, Mann. Alter, hat das Damage gedrückt. Holy shit. Was hat der für eine scheiß Pump gehabt? Einfach mal 7k HP schnell runtergeballert. Holy shit, Junge. Ich cryo die Wyvern jetzt. Hab sie gecryot. Ja, für uns ging es dann aber erstmal ins Bett. Wir haben uns in der Cave ausgelockt und gehofft, dass wir die Nacht überstehen. Zu unserem Glück haben wir am nächsten Morgen überlebt. Ja, und die Base stand noch. Und zwar zu 100%.
Jedoch hatten wir nicht lange Ruhe, denn in den ersten Minuten hat uns direkt ein Spieler vor der Haustür besucht. Und ich kann nicht sagen, das war nicht der letzte Gegner heute, der uns vor der Haustür besucht. Also, ich hoffe, das ist klar. Gut. Aber ich will euch nichts vorwegnehmen, deshalb seht selbst. E-Mail, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall... Oh nein! Alter Leute, BTF, ich dachte mir, ich lasse den Peter... Ach, das gibt's doch gar nicht. Alter. Mann. Ich wollte ihn nicht draußen. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, die 2 Sekunden passiert nichts. Ah, leck mich am Arsch. Ja, ich weiß. Oh, er wird aufgesprengt. Ein schöner Pete, ey. Mann, der war so toll. Ohne Kacke. Ich bräuchte am besten einen neuen Pete. Oder ich gehe mit was anderem. Ich hoffe mal, geht. Haben wir noch Pete oder ist da nur Jovasis und Pete drin? Ne, ist nur Jovasis und Pete drin. Ist der imprinted auf mich? Ja. Dann nehmen wir den hier. Halt, wir hatten doch noch auch irgendwo einen verbesserten Pietsattel, den ich gefunden hatte gestern. Ja. Dann nehmen wir den doch mal, oder? Würde ich sagen. Das war jetzt nichts. Welcher Hund war das? Tribe of R2-D2. Ja. Dodo. Also, wenn man schon einen Tribe hat, der R2-D2 heißt, ja, dann sollte man wenigstens sich selber als Charakter C3PO nennen. Oder, keine Ahnung, Anakin Skywalker, whatever. Aber doch nicht Dodo. Hä? Lame. Also der hat's richtig verkackt. Der Tüler da ist schon bereit zu jumpen, wirklich. Ja, guck, der war schon ready. Die Sau. Mal, mein Guter. Aus, perfekt. Warum sind hier so viele scheiß Schlangen? Hallo. Okay, Tüler, du gibst aber auch bitte mal Ruhe. So. Jetzt sind aber auch nicht so nice. 20, 20, 20. HP nur 15. Ja gut, es geht ja wie gesagt nur um Cave-Verteidigung ein bisschen. Und so ein Pocket-Tüler. Wäre gar nicht mal schlecht. Eben war nur einer da, der hat das Gate gesprengt und meinen Pete gekillt. Das ist natürlich immer nicht so lecker, aber das passiert. What? Ja, kein Problem. Ich sehe ihn. Nicht mehr. Mal sehen. Ich bin noch gewohnt. Ja, gerade, was geht hier ab? Da ist ein Peter, aber einmal habe ich Büsche wegfliegen sehen. Das war ein Typ. What? Meine Pump hat ihn geregelt. So, wo ist der? Der war doch hier gerade noch. Ist der hier noch irgendwo? Oh, der hat einen verbesserten Pizza gehabt. Sich gelohnt. Hier ist ein Bag. Was ist das? Thanos, er hat gelevelt, glaube ich. Ah, der ist abgezogen, weil er seinen XP-Buff nicht verlieren wollte. Ja, während ich alleine war, habe ich mich dann erstmal weiter um die Base gekümmert. Endlich mal ein paar weitere Turrets gebaut, ne? Innere Walls geplaced, dass wir einfach noch eine Sicherung haben, dass falls jemand die vorderste Wall knackt, wir immer noch ein paar, ne? Second Defenses haben. Second Defenses, ich glaube, das kann man sagen, oder kann man das sagen? Second Defenses, Second, zweite, Englisch, Defenses, weiß nicht, ob es das gibt, aber wir haben es jetzt einfach erfunden, Punkt, das Wort gibt's. Ja, und gut, dass ich die ganzen Turrets gebaut habe, denn ein paar Minuten später kamen dann die ersten Gegner. Wieder ist da, 157 und er hat wirkliche Müllstats. Hauptsache 34 Oxygen, Alter, was einer. Direkt Sau. Der hat ja richtig nicht gegönnt. Na gut. Aber ist halt so. Ist aber immerhin Female, das heißt, wir können weiter breeden. Ja, nee, ich würde sagen, wir machen... Hier war, glaube ich, nee. 4, sondern... 3. Ja, 3. Wir lassen den grün. Wir nennen ihn auch jetzt, warte mal. Emerald Golem. Boah. Alright, ich kümmere mich dann jetzt weiter um Defense. Und kümmere mich hier um... Ein kleines Baby-Tüler. Die Nanny. Low Range. High Range. Müsste eigentlich den Tüler imprinten. Tut's auch. Okay. Wunderbar. So, und da ich so ein guter Cliff-Bauer bin, werde ich hier auch eine Cliff. Turret Cliff hinballern. Mal gucken, wenn man jetzt in den Eingang hier kommt und da Turrets hängen, wäre schon nice. Aber ich muss es weiter nach links placen, damit ich da mehr von hab von der.
der Cliff, also right here. So. Jo Leute, ich nutze gerade mal die Timelapse und frag einfach mal so in die Runde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und falls nicht, falls ihr irgendwie krank seid oder Family krank ist oder so, ja, wünsche ich euch viel Gesundheit. Ich glaube, da muss man im Leben auch mal öfters drauf aufmerksam machen. Habe ich zwar mal einmal angesprochen, aber man sollte das, glaube ich, wiederholen. Deswegen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Weiter geht's. So, und bevor die Frage kommt, ja, mir geht's auch gut. Dann kam die Meldung. Und an der Stelle geht's rein in die Action. Hä? Wo sorgt der? Vorne oder ist er schon der Cave? Draußen halt. Okay, on my way. Sind durchgezogen. What? Oh Mann. Wollten offline. Dreckigen Pisser. Ein ganzes Turret gesorgt, zwei. Komplett? Ja, die auf nur. Auch auf Nicht-Reiter waren. Also alle Only-Player-Turrets. Alle Nicht-Only-Player-Turrets. Achso. Player-on-Tames. Sind die schon leer alle? Ja. What? Als ob die 1000 Schuss gesoakt haben? Einfach so. Das sind 250. Ein Heavy schießt ja 4 auf einmal. Okay, true. Ja, die rechts haben sie aber noch nicht gesoakt. Das ist halt dumm, das ist halt, weil die Turrets aus dem Eingang rausgucken, kannst du halt dich rausstellen und hier soaken. Das ist halt so das einzige. Ja, aber auch nur die nicht bemannten. Guck mal, deshalb habe ich hier rechts halt die Turrets geplaced, dass du halt nicht von draußen soaken kannst. Oh, der Enemy. Außen. Oben. Und ich gehe raus. Ja, man kann aber keine Mantis in Lava Golem poppen. Echt? Okay, das ist ja, habe ich gerade versucht, da habe ich gecheckt, dass es nicht geht. Dann habe ich so einen Typ zweimal abgefarmt mit Textsuit, der Bastard. Mehrwing-Player draußen, ich snipe ihn. Ist abgezogen. Aber wir müssen mal draußen mindestens einen Tower aufstellen, dass wir nicht immer hier chillen können, die Leute. Das packt mich übelst ab. Ja, das verleitet die dazu, näher zu kommen, so können wir PvP'n. Was denn? Wenn wir keinen Tower haben? Ja. Ja. I don't know, ich will noch ein bisschen Spam hier placen. Ah, da ist da noch der Typ, warte, von wem ist der? Primitive. Achso, das ist schon wieder der. Wieso kann ich immer den Sattel bei dem Mirroring immer gucken? Ich will doch den Spieler sehen, Alter. Stupid. Okay. Naja, ist weg. Komm wieder. Das war jetzt zur Ice Cream Cave gehen. Ich glaube, das ist die einzige, die wir halt zurzeit theoretisch machen könnten. Können wir machen. Aber wird safe jemand da sein, oder? Bei Lava Golem campen die ganze Zeit welche mit, Techsuit. Ah, ich sag doch, Lava Golem ist sowieso Schmutz. Also, es fuckt sowieso ab. Nein, Lava Golem ist eigentlich geil. Ja, aber es ist Schmutz, kannst du fighten halt. Wenn die mit Techsuit da chillen. Das macht ja keinen Sinn dann. Ja, lass aber diesmal auf jeden Fall komplett durchfliegen in Dings. Der Cave. Also, nicht mit den Deathrooms fighten, weil die brauchen wir ja jetzt nicht mehr killen. Nimm du das Rhino einfach. Ich habe ja die gute Pump, dann mache ich Pump-Action. Hast du einen Rhino dabei? Fuck, nein. Ach, Jovasi, Mann. Ja, fuck, dann müssen wir zurück. Ja, wir müssen nochmal back, Alter, das macht keinen Sinn. Was auch, Turrets, 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 runter! Digga! Du bist fast in Turrets geflogen, Alter. Junge. Oh, ich hätte ja ehrlich. Junge, warum steht da ein Tower, Alter? Hä, wie random. Ja, komm, flieg zurück jetzt. Wir müssen traveln, Alter. Das ist das richtig. Okay, das ist die Kamerain. Junge. Er fliegt da so ganz entspannt vorbei. Digga, ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich bin so reingeflogen. Er hätte aber Tech Jenny, ja? Tech Jenny? Ja, die haben aber Tech Jenny Partikel. Los. Oder ist aber nur deren. Einfach so.
Chill Base, damit die Lava Golem haben können. Yo! Doch, ist ehrlich so, damit die PvP. Junge, ist das ja richtig wack. Okay, also du bleibst hier. Ja, ich bleib hier. Du nimmst meinen Pete und ich spawn. Und dann holst du dich mit dem Pete ab. Ja, machen wir. Wenn jetzt ein Gegner kommt, kann ich nicht. Erst mein Mozzarella gerade, warte. Mozzarella, aber ist gerade einfach nur Mozzarella. Nein, mit Brötchen, Toast und Tomaten. Revolver, Blueprint. Achtung, Marine Player bei dir. Achtung. Ja, ich bin jetzt schon weg. Dark getravelt? Ja, okay. Ja, ich zieh ab. Hab Bock zu fighten. Simple Piste, wie viel? Wie viel Prozent? 192. Ja, ist okay. Gucken, ob wieder irgendjemand jetzt Faxen macht, während wir weg waren. Ja, Seaford Charge. Ja. Null Deads, destroyed your Metal Floor. Ja, die Spam clearen. Ja, die haben nur 13. Ich guck ganz kurz raus, okay? Ja, guck raus. Ansonsten komme ich back, wenn Notfall ist. Dann können wir ein bisschen Spam-Action machen. Weil da müssen wir Tower draußen blazen, weil dann macht's keinen Sinn. Ja, sie sind hier. Mit Turrets oder nur so? Ja, die haben Turrets, die haben eine kleine Fob. Ja, ich komm. Komm zurück. Ja, ich komm. Oh, baby, Raid Action. Let's go! Ja! Jetzt lass mal richtig deren Ärsche versohlen, Alter. Hier, warte. Oh, hier ist ein Pete, der. Oh, ein Drop zum Uploaden! Schnell! Wollen wir den Form einfach direkt pushen? Ich glaube, die haben nichts damit, um uns schnell zu killen. Einfach, ich kann aber mit Stego raufrennen und dann. Ja, mach. Mach vor. So mit Wyvern direkt hinterherkommen. Ja, Alter, lass mich jetzt mal traveln, aber ja, mach ich dann. Ja, ja. Wir haben doch Full Chest Blueprint, Alter. Wir haben keinen Fuhr mehr. Ist doch gar kein Problem. Kann man kaufen. Ticker. Anni können wir nicht wegen dem Kielkuttern. Boah, die Wichser. Lass mal kurz sagen, es ist auffällig. Ich muss was im Shop kaufen. Hier, warte. Hier. Ich hab eine gute. Warte, komm her. Wo bist du? Komm back. Ich hab eine 400er Flak für dich. Bitteschön. Ey, ist es bei dir auch so Nebel oder ist es nur bei mir so? Dark. Voll. Hat er dabei gehabt? Ja, nur. Oh. Wollt der reinlaufen? Archie. Pass auf, da will ich grabben und dann. Ja, war jetzt mit dem Stiel raus. Wenn die Pop auf dem Boden ist, ja, dann heil die alle. Aber warte, ich werf ihn hier drin raus und prenette ihn einmal. Werf raus. Dann netten. Stimmt, oh mein Gott. Ey, das ist ja voll natürlich, ist klar. Musst du machen. Ah, da ist er, Achtung, er flamet rein. Vielleicht kann ich ihm den aber abnehmen, wenn ich ihn whippe. Die sind zu dritt. Soll ich rausjagen? Ja, werf raus, nette. Ich nette. Wenn du raushörst. Okay. Ja. Hä? Ich konnte nicht netten. Warum? Hallo? Oh, das geht nicht. Soll ich raufgehen einfach? Ja, geh rauf. Ich bin direkt hinter dir. Weißt du, was ist? Achtung, Archie-Player. Pump ihn. Ist der dumm? Hab dem Spieler 3 Pumpschütze reingedrückt. Was ist deren Mission? Warte, ich kann den Archie vielleicht versuchen zu netten. Slackt. What the fuck? Ich sehe nichts mehr. Nein. Genettet. Hier den Mewing. Ja, bin dran. Da sollte ein Archie auf. Down. Ja, da, ich hab Grappling Hooks. Was ist? Leckt es gerade oder? Der kommt was auf. Ja, ich bin rein. Alles gut. Ja, der Archie ist aber gleich da. Ich geh drauf. Ja, geh drauf. Hier vor dir, warte. Hab ihn gepumpt? Nein, ich hab falsch Plates. Ganz ruhig. Entnet. Das ist gut. Er wollte mich grabben, hat's aber verkackt. Achtung. So. Ich geh jetzt für die Turrets. Ja. Geh. Dark. Angekillt. Spiel hat keine Hose mehr. Ist leer? Links, ja. Ist slackt. Ja, keine Muni mehr. Warte. War der Marrying so low, Mann? Fuck. Achso, du hast. Warte, ich kill den Archie. Fuck. War das ein Mana gerade? Mana Sound? Ja, das ist ein Whistle. Marrying ist da noch? Oh, ist so low! Nein! Die Drecksau. Wir einen D-Don haben. Ich kill beides noch, den Stego auch. Achtung, Spieler vor dir, Achtung! Er bullert. Alter, hier ist ein.
Junge, der Stego macht mehr Kills. Hier ist noch einer, hier ist einer. Ja, ja, Achtung. Bei mir, bei mir. Hier, hier. Er ist naked oder so. Pick ihn, pick ihn. Komm. Ja, es sind zwei. Alter, es laggt ultra hardcore gerade. Was ist los hier? Ja, er ist im Wagen. Wir sind in der Zeit den Dings. Oh, die Kack, die Morphodons greifen mich an, ey. Hör doch mal auf. Ist jemand auf dem Stego drauf? Nee, noch jemand. Über unserer Base. Ja, ich komm. Ah, hier ist der, Achtung, hier ist der eine noch. Hinter dir, er kommt. Naked angerannt. Er wollte whistlen. Hab ihn. Die anderen sind weiter nach da hinten gelaufen. Ja, warte, ich geh den gucken. Wo ist denn der Stego hier? Ah, oh nein, er hat die Stego gecryot. Nein. Ah, fuck. Er ist mit dem Mering hier gewesen, shit. Wo soll ich den Wyvern? Achso, ja, in meinem Inf, lol. Ja, Pump ist lustiger, Alter. Ja, die waren ja komplett scheiße, die Typen, Alter. Die waren sehr bad. Vor allem, er steht da mit Flammenwerfer. Er schießt einfach, es macht gar kein Damage an dem Stego. Holy shit, Junge. Ja, der Flammenwerfer ist das, um mich zu killen. Ja, aber du kannst ihn ja nicht, kann dich ja nicht treffen auf dem Stego. Doch. Echt, konnte er? Ja, natürlich. Oh, lol. Aber wenn du Bier poppst, hältst du das trotzdem aus. Kannst du gegen da ist noch, einer, warte, warte. Ah, hab ihn gehittet, warte. Hab ihn. Oh, der hat noch einen Kit gehabt. Geil. Ja, das war jetzt mal. War mal ein kurzer Raid, du. Egal, der hielt sich zu schnell. Hast du was mit dem Dings das ja, machen? Warte, ich kill ihn. Der hielt sich aber gegen, weil er Passivheilung hat, der Wichser. So eine Scheiße. Warte. Lass mal den Meister dran. Kann ich dich treffen eigentlich? Ich hoffe nicht. Boah, ich sag ihn gerade richtig aus. Hab ihn. Ja. Michael. Das macht, glaub ich, prozentual Damage. Ja, das macht das stark, das Stego-Ding. Huge Base Defense in den Heat rein. Und wir wurden von 3 oder 4 Bombs geradet. Ja, okay. Also der die war jetzt wirklich. Nur geschafft haben, 3 Dings. 3 Foundations. 3 Foundations. Ja, immer die 3 Foundations, das schafft nicht jeder. So, was ist hier noch drin? Ja, Mering Sattel. Ah, ich hätte gerne den anderen Mering noch gekillt, der war richtig low am Ende. Schade. Schokolade. Geh mal kurz scouten. Genau, irgendwo welche rumgeistern. So. Ich glaube, sind eh wahrscheinlich abgefahren. Mering Player vor uns, Achtung. Am Cave Entrance. Hat das, glaube ich, nicht gesehen. Oder doch. Ferry und links ist Fan nicht. Hab ihn genettet. Hab ihn gepumpt einmal. Er will entnetten. Wie schnell sein Mering. Oh. Alter, der Bär ist ja so ein geiler Helfer. Er killt ihn einfach. Habt ihr Mering down? Ja, oh. Er ist an den Bären. Er ist gestorben! Ja, die besten. Ah, warte, der hat noch Akku. Nein, jetzt greift mich an. Ich lock ihn runter, aber. Guck mal sein Kit. Was für coole Bären, einfach geholfen. Ehrenmänner. Wer was dabei gehabt? Ein Crossbow-VP, der besser ist als unser jetziger. Ja, nicht schlecht. Und ein. Oh. No. Ein ganz bisschen besserer Club-BP. Okay. 106%. Pass auf, der Diabier kommt schnell. Lass schnell runter. Aber ich glaube, ist auf Cooldown der Boss. Weil sonst wäre doch nicht jetzt der Typ hier gewesen, oder? Ja, nee, available. Lol, als ob. Kann man so viel Luck haben, Alter. Wir haben 3 Marings, gell? Das weißt. Stimmt, ich kann aber mit dem Maywing hin. Ja, geht schneller. Na, ich weiß nicht, mein Itchy ist schon schnell. Ach so, unter Wasser willst du ja. Ja, okay. Die Frage ist, ob ein Itchy. Schneller ist als das Maywing. Erstens mal, ist es ein Ishti und kein Itchy. Zweitens ist der schneller, der Fisch. Also nimm den Fisch. Außerdem ist ein Fun Fact: heißt der Maywing in der Ark-Inie nicht Maywing, sondern Milk Glider. Frag dich mal warum. Nur wegen solchen Informationen spiele ich mit dir, heißt das? Mhm. Da, wo du halt. Nee, es sind Scape Drops da. Lol. Ist ja cool. Fuck! Hallo! Er gleitet nicht! Was los, Bro? Warum gleitest du denn nicht mehr? Fuck! Storm. Ich werde sterben, ja? Mering ist tot. Fuck! Weil der Drecksack hier nicht gleiten kann. Hä? Wie dumm! Es ging doch eben! Ja, nevermind. Gut, ein Mering weniger. Ja, ich gehe mit Nummer kurz weiter. Hä, wie dumm! Was auch weird war, ist, ich bin gerade ein bisschen runtergefallen in der Cave und da unten habe ich einfach Schaden bekommen in der Luft. Von was denn? Flammen-Damage oder was? Turrets? Nein, das war so Feuerschaden. Aber
war kein Feuer. Also, okay. Also, warte mal, ist der jetzt gestorben, der Merwing, oder nicht? Redlock? Ja, yo, Merwing. Was? Was geht bei Megalodon? What the fuck? Ja! Hä? Wie kann der denn in der Lava von dem Megalodon sterben? Alles klar, das Spiel macht gar keinen Sinn. Es sei denn... Drunter, ja. Ja, er ist drunter geglitscht und dann ist der... Dings. Das wäre total scuffed. Oh nö, jetzt werde ich von 6000 Dinos verfolgt. Oh mein Gott! Nein, mein Sino! Nein! Lass ihn in Ruhe, ihr Wichser! Du bist bei 7 Movement Speed. Ich glaube, wenn die Tube sich umdrehen, um zu attackieren, dann bin ich schneller und kann davon. Oh mein, ich habe kein Wort verstanden. Ja Leute, mit der Rettungsaktion geht's ins Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Giovasi fürs Mitzocken. Ja, das war aber nicht die letzte Season mit dem Guten. Macht euch mal keine Sorgen, denn aktuell, zum jetzigen Zeitraum, ist morgen wieder ein Vibe. Und das heißt, ich nehme wieder saftig auf. Zusammen mit Giovasi natürlich. Und würde sagen, ja, das war's für die heutige Folge. Am Ende des Tages wurden wir über Nacht gewiped. Also das heißt, die ganze Base war leer. Die Geld war weg und deshalb gibt's auch ab hier kein Material mehr. Ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag. Uploadplan, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch noch was. Habt einen guten Start ins Wochenende. Und wir sehen uns. Ciao.